Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was ganz Besonderes für euch, nämlich eine Eismarke, die wir noch nie auf diesem YouTube-Kanal im Test hatten. Und zwar, ich kann sie nicht aussprechen, Svensk Gredglas oder so ähnlich. Schwedisches Eis habe ich beim Akzente Supermarkt entdeckt in Dortmund-Hörde. Vorher noch nie irgendwo anders. Es ist nicht importbare, weil es steht auch Deutsch drauf, also so richtig drauf gedruckt, nicht nur so ein Aufkleber oder so. Habt ihr vielleicht im Einkaufsvideo des Akzenta gesehen, ein sehr schöner Supermarkt übrigens. Und das habe ich jetzt diesmal gekauft, und zwar zwei verschiedene Sorten. Und diese Sorte hier hat ein düsteres Geheimnis. Doch dazu gleich mehr. Das ist Spaß. Ich glaube, ich spiele zu viel Baldur's Gate gerade. Sie hat aber wirklich ein Geheimnis. Da komme ich gleich zu. Und wir schauen uns jetzt beide Sorten hier einmal zusammen an. Das war, glaube ich, 4 Euro für 0,5 Liter. Aber das ist sehr luftiges Eis. Die Hälfte davon ist Luft. Oder war es 5 Euro? 4 oder 5 Euro? Wo steht denn jetzt hier die Gewichtszahl nochmal drauf? 260 Gramm, also die Hälfte ist Luft. Und das hier hat, glaube ich, sogar 7 Euro gekostet. 375 Gramm, 750 Milliliter. Und ja, wie gesagt, das Ganze... schwedisches Eis und einmal in der Sorte Popcorn hier oben und einmal in der Sorte Karamell. Jetzt schauen wir einmal drauf. Einmal hier und einmal hier, und ja, da waren wir tatsächlich schon dran, denn eigentlich wollte ich nur zu dieser Sorte hier ein Video machen. Habe ich mir gedacht, komm, ich nehme die jetzt dazu, da haben wir aber schon probiert, und das Geheimnis hiervon ist, da komme ich gleich zu. Erstmal, vielleicht fällt es euch schon auf. So, ihr durftet jetzt kurz überlegen, wir kommen gleich dazu. Das hier ist jetzt eine Sorte ohne ein dunkles Geheimnis. Popcorn Brünzmör, was auch immer das bedeutet. Vielleicht irgendwas mit Karamell. Die Zutaten sind, also erstmal ist ein schwedisches Sahneeis, aromatisiert mit gebräunter Butter, hallo, in Schokolade getauchte Popcornstückchen 5% und gesalzene Karamell so 6%. Zusätzlich sind Magermilch, Sahne immerhin 21%, das ist ordentlich. Geht in die Richtung von so einem Ben & Jerry's, die 23, 24, so haben manchmal 22. Zucker, Magermilchpulver, Glukosesirup, Traubenzucker, Kondensmilch, Kakaobutter, Butter ist auch drin, Mais für den Popcorn, natürlich ist Aroma aber auch drin. Die Nährwerte haben wir hier. Pro 100 Gramm 220 Kilokalorien, 10 Gramm Fett, 27 Gramm Kohlenhydrate, 25 Gramm Zucker. Und jetzt, wenn wir hier nochmal drauf schauen, denn ich verrate euch das jetzt, ich habe das Eis halt schon probiert, ich finde es sehr lecker. Es hat keinen Zucker drin, und ich sag's euch, ich habe das nicht geschmeckt. Ich habe nämlich vorher nicht drauf geschaut, was hier eigentlich drin steckt. Wir haben das einfach gekauft, und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass so ein schwedisches Eis quasi Low Sugar ist. Das schmeckte so gut, auch nach Karamell war eine schöne Note. Ich probiere gleich nochmal und sag dann nochmal so ein bisschen die Eindrücke. Aber es ist mir nicht aufgefallen, dass hier kein Zucker zugesetzt ist. Ja, also wirklich ganz interessant, schwedisches Sahneeis mit Geschmack von Salted Caramel, Salted Caramel Soße ohne Zuckerzusatz, enthält Süßungsmittel, nämlich Xylit und Stevia. Das Stevia merkt man so ganz leicht im Abgang, aber der Rest des Eises ist ordentlich, nämlich immer noch 26% Sahne und dann eben Aroma Karamell. Klar, wenn Zucker nicht zugesetzt ist, ist dann schwierig. Aber das ist richtiges Sahneeis, wo man einfach nur den Zucker weggelassen hat. Und das findet man so im Supermarkt eigentlich gar nicht. Man hat oft dann fettarm und zuckerarm, aber nur zuckerarm, das ist wirklich selten. Wenn wir also hier nochmal genau drauf schauen, wir haben 190 Kilokalorien, aber zum Beispiel sogar mehr Fett als hier, aber weniger Kalorien, weil wir keinen Zucker drin haben. Stattdessen nur ein bisschen Polyole und dann eben weniger Zucker, und dann wird eben mit Stevia gesüßt. Ja, also wirklich ganz interessant. Das ist jetzt hier die Sorte Karamell. Und das ist jetzt hier die Sorte Popcorn. Wir können einmal so reinschauen. Wir haben so kleine Popcornstückchen hier drin. Hier so schokoliert, ist jetzt nicht riesig groß. Ja, man sieht sie aber, glaube ich, ein bisschen. Hier haben wir Karamellsoße. Mhm. Oh, das sieht aber auch ordentlich aus. Also hier zumindest hier oben 6% Karamellsoße. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Es riecht richtig gut. Richtig sahnig riecht das. Ich werde da jetzt mal... jetzt hier mal reinprobieren. Man sieht aber auch, es ist sehr luftig, ne? Also die Hälfte ist Luft. Man kauft viel Luft für sein Geld. Oh ja, das ist wirklich lecker. Das ist wirklich lecker. Sehr interessant. Die Karamellnote, man merkt so ein bisschen Karamellaroma. Mhm. Und sind auch jetzt nicht knusprig, die Popcornstücke. Sind halt ein bisschen aufgeweicht. Man hat vielleicht so eine leichte Maisnote. Schokolade ist jetzt nicht mega viel drum. Mmh. Wisst ihr, was interessant ist? Die Sahnenote ist irgendwie, schmeckt ein bisschen anders sahnig als bei uns.
Es hat einen schönen Schmelz. Ich glaube, das Eis selbst ist auch mit irgendwas, also die Eismasse, diese Sahneeismasse, auch mit irgendwas so ein bisschen aromatisiert. Es ist lecker. Ich muss aber sagen, es schmeckt nicht ganz so lecker sahnig wie so ein Häagen-Dazs, obwohl viel Sahne drin ist. Ist interessant. Es ist viel Sahne drin, aber es schmeckt dezenter sahnig. Vielleicht liegt es an der Milch, vielleicht ist es wirklich die andere Art Milch. Oh ja, war sogar so ein bisschen knusprig hier. Wirklich sehr interessant. Sehr interessant. Die Popcorn-Stücke haben wir so ein bisschen so einen kleinen Crunch gerade gehabt. Wie gesagt, Karamell auch, ist aber eher fein verteilt. Man findet jetzt hier keine großen Bunker. Aber wirklich. Ist lecker. Und vor allem mal was anderes. Aber oh, die Karamellsoße ist geil. Aber so ein bisschen mehr Sahnegeschmack in Anbetracht von 21% Sahne hätte ich mir dann doch gewünscht. Und das Karamell, das schmilzt übrigens auch beides recht schnell. Das Karamell, eine richtig schöne, authentische Karamellnote, obwohl gar kein echtes Karamell drin ist. Das ist auch interessant. Habe ich mir noch so zu Anne gesagt, boah, es hat eine richtig schöne Karamellnote. Und dann nachher ist uns erst aufgefallen, dass gar kein Zucker zugesetzt ist. Also wirklich gut hinbekommen. Also für mich wirklich ein fantastisch gutes Eis. Und das ist das, was ich oft zum Beispiel bei so Joghurt oder so Fitline oder dies und jenes sage. Leute, macht doch wenigstens Fett rein und macht ein bisschen weniger Zucker rein, wenn man es schon so irgendwie so ein bisschen pimpen oder als Fitline verkaufen will. Weil Fett ist für den Geschmack so viel wichtiger. Ich finde, Zucker kann man besser austauschen als Fett. Leckeres Eis, karamellig. Luftig. Die Karamellnote überdeckt hier sogar auch so ein bisschen die Sahnenote. Und Stevia merkt man irgendwann, aber wirklich schwach, nicht so wie wenn man eine Stevia-Süßstofftablette in seinen Tee macht. Ganz im Hintergrund merkt man manchmal so ein ganz bisschen Stevia, aber ich finde das jetzt hier irgendwie nicht irgendwie abstoßend. Das ist ein super leckeres Eis. Nur ein bisschen zu teuer. Ja, falls ihr das Eis von denen schon mal probiert habt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ansonsten eure Meinung zu dieser Art Eis, wäre das was für euch? Und denkt euch so, nee, ich brauche Fett, ich brauche Zucker. Oder, hey komm, ich kaufe mein Super Delight Light Eis hier. Ich bin gespannt, wie gesagt, auf eure Meinung. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.